Ja, Sonny, wir sind zurück bei Fallout 4. So, ich habe jetzt mit Preston schon geredet, die sind schon mal vor Richtung, ja, Ziel. Das wäre hier hinten irgendwo. Problem ist bloß, dass ich Atomkats Werkstatt. Dass umso weiter wir nach Süden kommen, natürlich die Gegner umso stärker werden. Und ich habe da ehrlich gesagt keinen Bock drauf, mit der momentanen Ausrüstung hier runter zu marschieren. Deswegen gehen wir jetzt erst einmal nach Diamond City. Die anderen Quests, die werden auf jeden Fall auch immer schwerer. Und ja, müssen wir dann schauen. Jetzt würde ich gerne Richtung Diamond City marschieren. Um zu schauen, ob wir da vielleicht auch bessere Ausrüstung finden, kriegen. Ein paar Waffen vor allem. Ein paar Geschichten mit richtig Wumms. Also gucken wir mal. Okay. Und was hast du gefunden, Meister? Baseballschläger. Kann ich nicht brauchen, Chef. Sei meine Base. So. Auf geht's. Ja, toll. Habe jetzt nämlich keinen Bock auf den Scheiß. Können wir hier rum? Zuerst zum Clown. Stuff kann immer Zuckerbomben. Gut, Stuff können wir immer brauchen. Was ist das? Chemiepistole. Zigarrenkiste. Very nice. Was das Problem ist, was ich denke, dass wir fast da vorbei müssen, wo der Raider da entlang gegangen ist. Da schaut schlecht aus. Ich habe keinen Bock auf die. Zitronik. Muss aber hier durch, hilft nichts. Schauen wir mal. Da sind welche, die können uns aber jetzt erst einmal gestohlen bleiben. Gehen einfach mal. Du bist scheiße. So, jetzt müssen wir mal gucken. Hier wollen wir hin, Hund. Diamond City, steht doch schön dort. Schaut mal nach. Wer ist das? Könnte eine Wache sein. So rennst du da rein. Gibt's da was? Halt, hier gibt's nichts. Okay, Geschütztürme. This way. Das ist schon mal cool. Hi. In der Stadt haben wir sauberes Wasser. Was Besseres wirst du im ganzen Commonwealth nicht finden. Was soll das heißen? Du kannst das Tor nicht öffnen. Hör auf mit dem Misterny. Verdammt, ich stehe hier völlig schutzlos in der Gegend. Ich habe Befehl, dich nicht reinzulassen, Piper. Tut mir leid, ich mache nur meinen Job. Du machst nur deinen Job. Diamond City zu beschützen heißt also, mich draußen zu halten, ja? Oh, sieh nur, das ist die furchteinflößende Reporterin. Tut mir wirklich leid, aber Bürgermeister McDonough ist stinksauer, Piper. Er meinte, dass der Artikel, den du da geschrieben hast, nur aus Lügen bestünde. Die ganze Stadt ist in Aufregung.
Los, mach sofort dieses Tor auf, Danny Sullivan. Ich wohne hier, du kannst mich nicht einfach aussperren. Los, mach sofort das Tor auf. Okay, beruhig dich mal. Du da, du willst doch nach Diamond City, oder? Ja. Ich bin zwar gerade erst hier angekommen, aber ja. Psst. Spiel einfach mit. Was hast du gesagt? Du bist ein Händler aus Quincy und du hast genug Waren, um den ganzen Laden für einen Monat zu versorgen? Hm. Hast du das gehört, Danny? Machst du jetzt das Tor auf und lässt uns rein? Oder willst du dieser irren Myrna erzählen, dass ihr wegen dir Vorräte für einen Monat durch die Lande gegangen sind? Na gut. Keinen Grund, gleich so bösartig zu werden, Piper. Ist sie böse und vor allem lügt die. Bevor Danny kapiert, dass wir ihn nur verarscht haben. Auf geht's. Dann mal los. Ein weiterer wunderbarer Tag in Diamond City. Piper, wer hat dich denn wieder reingelassen? Ich habe Sullivan gesagt, dass er das Tor für dich nicht aufmachen soll. Du hinterhältige, aufrührerische Verleumderin. Diese Ansammlung von Lügen in deiner Zeitung. Unglaublich. Ich werde deine Druckerpresse verschrotten lassen. War das eine offizielle Ankündigung, Bürgermeister McDonough? Diktatorischer Bürgermeister lässt Presse aus. Warum fragen wir nicht den Neuankömmling? Was sagst du zu freier Presse? Der Bürgermeister will die Redefreiheit nämlich abschaffen. Zeitung unterstützt, natürlich. Presse und Meinungsfreiheit waren mir immer wichtig. Oh, ich wollte dich nicht in diese Auseinandersetzung hineinziehen, Kollege. Nein, ganz und gar nicht. Du siehst aus, als würdest du wunderbar nach Diamond City passen. Willkommen im großen grünen Juwel des Commonwealths. Sicher, glücklich, ein wunderbarer Ort. Fick dich. Für einen Besuch, für einen Einkaufsbummel oder um sich niederzulassen. Und lass dir von diesem Schmierfink da bloß nichts anderes einreden, ja? Okay. Ich bin sicher, dass eure Stadt ein tolles Fleckchen ist. Ja, das tollste Kartenhaus im ganzen Commonwealth. Bis der nächste Windstoß kommt. Also, bist du aus einem bestimmten Grund in unserer Stadt gekommen? Vermisste Person. Ich bin auf der Suche nach jemandem. Du suchst jemanden? Wen denn? Mein Sohn. Mein Sohn. Sean. Er ist nicht mal ein Jahr alt. Moment. Dein Sohn ist verschwunden? Ah, hast du das gehört, McDonough? Was wird die Diamond City Sicherheit tun, um diesem Mann zu helfen, hä? Das ist ja nicht der erste Fall, dass eine Person verschwunden ist. Und jetzt wurde ein kleines Kind entführt. Hör nicht auf sie. Zwar können unsere Sicherheitsleute nicht jedem Fall nachgehen, der gemeldet wird, aber ich bin sicher, dass du hier Hilfe finden wirst. In Diamond City gibt es jede nur erdenkliche Dienstleistung. Einer unserer großartigen Bürger wird bestimmt die Zeit finden, dir zu helfen. Okay, vielleicht können wir ihn überreden. Der Bürgermeister einer großen Stadt kennt doch sicher jeden. Wer kann mir helfen? Es tut mir leid, ich habe jetzt keine Zeit für weitere Fragen. Ich bin ein vielbeschäftigter Mann. Ich wünsche dir einen angenehmen Aufenthalt in unserer schönen Stadt. Das ist doch lächerlich. Die Diamond City Sicherheit kann nicht mal einen Mann entbehren, um zu helfen? Ich will die Wahrheit, McDonough. Was ist der wahre Grund dafür, dass die Sicherheitsleute nie den Entführungen nachgehen? Ich habe jetzt genug davon, Piper. Du und deine kleine Schwester sind hiermit offiziell verwahrt. Ja, red nur weiter, McDonough. Mehr kannst du ja auch nicht. Vom Bürgermeister persönlich in Diamond City begrüßt werden. Fühlst du dich da geehrt? Pass auf, ich habe noch was zu erledigen. Aber komm doch nachher mal in mein Büro vorbei. Ich habe da eine Idee für einen Artikel, für den du perfekt geeignet wärst. Okay, ich will mich gerne ein bisschen umschauen draußen. So. Ich würde mal sagen, wir sollten hier ab sofort gerne mal wieder Waffe ziehen. Zumindest hier in der näheren Umgebung einmal. Achtung! Was zum... Legen wir los! Alter! Ja, der gehört uns! Alter! Game over, Arschloch! Du suchst Diamond City? Folge einfach den Zeichen! So, was haben wir hier?
Müssten eigentlich schon rein und ein bisschen was verticken. Und so? Ja, geht doch. Und mit Geiser. Das wär's. Flugewehr, also auch nichts Besonderes. Naja. Noch Langfinger, hat der was dabei? Scheiße, beim okay, hat funktioniert. Freunde, dann ist dies feindselig. Okay. Sowas geht also immer. Ja, aber so, wir haben jetzt den Langfingerskill ein bisschen verbessert. Bei so schlafenden Leuten ist das natürlich, glaube ich, echt sau easy. So, wir möchten aber jetzt auch erst einmal nach Sean suchen. Über Sean Informationen, okay. Was kann der mir bringen? Du bist Sullivan, oder? Du bist also der Händler, von dem Piper gesprochen hat, ja? Irgendwie glaube ich, dass sie mich wieder reingelegt hat. Ja. Habe ich recht? Ich wollte dich nicht anlügen, aber es ging alles so schnell. Oh, na klar. Ist so schnell passiert, dass du jeglichen menschlichen Anstand vergessen hast. Fick dich. Hat dir deine Mutter nicht beigebracht, dass man ehrlich sein soll? Hey, was führt dich eigentlich nach Diamond City? Wäre gut, wenn ich das im Protokoll vermerken kann. Vermisste Person. Ich bin auf der Suche nach jemandem. Ach ja? Nach wem suchst du denn? Mein Junge wurde entführt. Sean ist noch ein Baby. Oh, hey, tut mir leid. Wir haben Befehl, keinen vermissten Fällen nachzugehen. Im Moment haben die Leute eine Menge Angst wegen des Instituts. Und wir können diese Angst nicht noch durch offizielle Ermittlungen anfeuern. Was, wenn eine Panik ausbricht? Bestechen, sehr, das geht immer. Hey, wie wäre es mit einem einfachen Tausch? Geld gegen Informationen. Hey, ich bin nicht bestechlich, okay? Also nein. Alter. Das Institut? Was ist das? Ach, verdammt. Hey, ich hätte das nicht sagen sollen. Sie sind nur ein Sündenbock, okay? Etwas, dem die Leute die Schuld geben können, wenn es nicht läuft. Wenn du es genau wissen willst, es gibt eine Zeitung in der Stadt, die ständig über das Institut berichtet. Public Occurrences. Hilf mir. Ich brauche nur ein paar Informationen, Danny. Wir können das doch ganz inoffiziell machen. Tut mir leid, das geht nicht. Dann frage ich halt wen anders. Kopf hoch. Vielleicht kann dir jemand in der Stadt ja helfen. Voll Spaß. Hey. Der hätte was, irgendwas, was in meine Richtung gehen wird, fast. Schauen wir mal. Natürlich den da gekriegt hätten, mit den Kronkorken. Verdammt, der Spaß. Also, das kann man verschieben, cool. Kann man auch drehen. Nein. Dein Nachbar wirklich ein Mensch? Alles darüber in der neuen Ausgabe. Piper, du bist zurück. Ah, okay. Ist die Schwester wahrscheinlich? Ein Neuankömmling, was? Sprich mit Abbott. Hey, Kleine. Wie verkauft sich die Zeitung? Naja, die Presse läuft auf Hochtouren. Der Motor wird bald den Geist aufgeben, wenn wir ihn nicht ersetzen. Ach, das sagst du schon seit Wochen und das Ding läuft noch. Mach dir nicht dauernd so viele Gedanken. Ich muss ins Büro. Ruf mich, wenn du wütende Politiker auf dem Weg zu uns siehst. Warum? Stimmt was nicht? Piper? Ich muss erst noch ein paar Dinge regeln. Wir reden später. Kostenlose Zeitung für Neuankömmlinge. Wenn dich das Institut nachts holt, haben wir dich immerhin gewarnt. Danke. Danke, schätze ich. Das ist kein Witz. Das Institut entführt Leute. Du solltest dich besser informieren, wenn du länger hier bleiben willst.
Das Institut? Du hast noch nie was vom Institut gehört, Mister? Sie holen sich nachts Leute und man hört nie wieder was von ihnen. Steht alles in der Zeitung. Solltest du besser lesen, bevor sie dich auch erwischen. Wer ist verschwunden? Wer ist denn verschwunden? Fremde, Bewohner aus der Stadt, Snobs aus den Stands. Scheint, dass etwa einmal im Jahr jemand verschwindet. Und wir alle wissen, warum. Also pass besser auf. Das Institut ist da draußen. Und sie machen bestimmt auch nicht vor dir Halt. Wie gesagt, steht alles in der Zeitung. Okay. Ich glaube dir ja. Danke. Du bist echt ein verlorenes Schäfchen in der Wolfshöhle, Mister. Was machst du eigentlich hier in Diamond City? Mister Besson. Ich bin hierher gekommen, weil ich jemanden suche. Lass mich raten. Dieser jemand ist verschwunden, stimmt's? Ich hab's dir doch gesagt. Und wen suchst du? Ich suche nach Sean. Er ist mein Sohn. Nicht mal ein Jahr alt. Du hast einen Sohn, Mister? Mann, du bist echt alt. Da wirst du Pech haben. In Diamond City sucht niemand nach verschwundenen Leuten. Verschwundene Leute bedeuten, dass das Institut seine Finger im Spiel hat. Und niemand will die Aufmerksamkeit des Instituts erregen. Du bist doch ziemlich schlau. Gibt es nicht irgendwen in der Stadt, der keine Angst vor dem Institut hat? Naja, es gibt einen Detektiv, Mr. Valentine. Er hat vor nichts und niemandem Angst. Wenn dir jemand helfen kann, dann er. Danke. Danke. Du warst mir eine große Hilfe. Denk daran, das Institut ist da draußen. Pass auf dich auf. Okay, Mr. John. Kapelle. Wenn irgendwer in Wahrheit eins von diesen Dingern ist, dann seine Sekretärin. Ist da der Händler? Perfekte Frisur. Die Sekretärin des Bürgermeisters. Komm schon mal. Ich schneide ihr die Haare und ich erkenne menschliches Haar. Alter, cool. Tu dir einen Gefallen und sag einfach ja. Mir versteht er sowieso nicht. Takahashi, cool, der Typ. Ich hab gehört, dass es im alten Theaterviertel eine Bar nur für Raider gibt. Das Combat Zone. Ich würde mich an deiner Stelle von dort fernhalten. Combat Zone. Andere Läden haben vielleicht geschlossen, aber Diamond City Surplus hat 24 Stunden am Tag geöffnet. Klammer Box. Ich würde mich halt gerne ein bisschen bedienen, aber am liebsten wären wir jetzt erst einmal Waffenhändler. Aber anscheinend schaut es da eher mau aus. Soll irgendwas Übles im Museum der Hexerei nahe Salem abgegangen sein. Warum will da überhaupt jemand hin? Das Ding ist doch schon ewig verlassen. So wie Museum des Hexerei ist okay. Man will hier einen Händler finden, verstehst du? Nichts geht. Ich war schon ein wenig schwach. Manchmal muss man sich echt fragen, wehrt sich denn überhaupt noch jemand? Das Institut muss doch Feinde haben. Hallo. Hast du die Zeitung gelesen? Das ist doch nur ein Märchen, Mann. Die gibt es gar nicht. Sich mitten unter uns. Nee, ich habe das von einem Cousin gehört. Okay, und was ist hier? Radio, das Ding war da drüben, das habe ich schon gesehen. Du redest nur Müll und wenn du so weitermachst, holen dich noch die Sins. Habt ihr doch gesagt, dass dein Glück auch nicht ewig anhalten wird? Alter, was ist mit dir? Ist alles in Ordnung? Wieder ein Verirrter, den der Regen hierher gespült hat. Ich fürchte, du kommst zu spät. Das Büro ist geschlossen. Ich weiß, dass ihr sicher viel zu tun habt, aber es dauert auch nicht lange. Bitte, es ist wichtig. Du verstehst nicht. Unser Detektiv, er ist weg. Verschwunden. Keine Sorge, ich helfe dir. Erzähl mir einfach, was passiert ist. Nick hat an einem Fall gearbeitet. Die Gang von Skinny Malone hat eine junge Frau entführt und er hat sie bis zu ihrem Versteck in der Park Street Station verfolgt. Da unten gibt es einen alten Vault, den sie als Lager benutzten. Ich hab Nick gesagt, dass das eine Falle ist, aber er hat nur gelächelt und ist durch die Tür, wie immer. Ah, das können wir probieren. Ich würde ja gerne helfen, aber
Da wäre dieses kleine Problem der Spesen. Keine Spielchen. Ich zahle, wenn du Nick findest, aber nicht mehr als 100 Kronkorken. Das ist die Belohnung und über die wird nicht verhandelt. Okay. Ich werde ihn finden. Das verspreche ich dir. Danke. Nick ist leicht zu erkennen. Er hat sich für diese Trenchcoat- und Hutnummer entschieden. Bitte beeil dich. Okay, das haben wir jetzt abgeschlossen. Die Welt des Commonwealth. Damit müssen wir jetzt schauen, dass wir... diesen neuen Quest anfange. Wir müssen hier erst einmal ein bisschen bedienen noch. Warum auch nicht, ne? Okay. Haben die sonst noch irgendwas? Zigarette. Wir hätten die Ding hätten wir voll taugt, wenn ich Munition für unser Ding kriegen würde. Sagt es. Für das Sturmgewehr. Okay, Leute. Wir sind ja soweit durch. Ich würde jetzt hier gerne Schluss machen. Und dann sehen wir uns im nächsten Part von Fallout 4. Entschuldigung. Ciao.